Bam, und zurück sind wir, moin moin, bei My Friend Pedro, Banana, Gans und alles mehr. Und wie ihr seht, sind wir immer noch nicht im Gewölbe, immer noch nicht im Edelrestaurant, wo wir nicht hin sollten. Mal rein. Ich muss Basketball spielen. Ich werde doch meine Kekse, dass du nicht schaffst, den Ball in den Korb zu treten. Ich glaube, ich habe gerade Kekse gegessen. Ja. Spaß bist. Aber so gut von mir. Lustig, kann man selber schon was machen. Okay, macht das nicht so Sinn. Ah, okay, warte. Wetten, du schaffst nicht den Kerl da mit dem Ball auszuschalten. Okay. So, hier hin. Alter, wie bescheuert ist das denn bitte? Einer hinter mir. Hab ich gleich gesehen. Spaß. Ah, verdammt. Alter, guck mal, ich hab mir das Fass. Das Fass noch im Kopf bekommen, der Assi. Okay, wir müssen viel Leben. Noch eine Energie. Und nochmal Leben bekommen. Nochmal jetzt. Okay, ich dachte, das wäre ein Gitter. War's nicht. Und noch ein Leben, wie man sieht. Regeln, den wir hier runterschießen. Na, okay. Heikel.
Leben wieder voll. Warte mal kurz. Okay, da habe ich eine Idee. Hast du gesehen? Aber gut. Das Level ist abgeschlossen. Haben wir gut. Aber meine Wertung ist einfach mies. Grüß an. Für cremig geht anders. Ja. Es ist ein wahnsinns gemetzelter Spiel. Also, es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Ne? Also jetzt gerade so mit dem Tritt da und dass man die Sachen da irgendwo gegenballern kann. Ist schon irgendwie nice. Oh, das könnte das Restaurant jetzt mal sein, oder? Ich bin gespannt. Ah, wir haben es geschafft. Das Edelrestaurant von Mitch, dem Metzger. Das ist ein Messer. Vielleicht willst du jetzt das mitnehmen stellen, wo wir schon hier sind. Na, okay. Na gut. Ha ha ha.
Assi gewesen von mir, ich kann mich auch ein bisschen mein Leben schonen, aber warum, wenn es geht? Guck mal hier, lasergestützte, getrennt. Was bringt mir das? Muss auch einer unter durch, oder nicht? Geschlossen. Guck mal, ich eine Banane auf meinem Rücken. Wie cool ist das denn? C, für Chefs können besser. Ach komm, interessiert uns gar nicht. Hauptsache, wir können den mal richtig in den Arsch treten. Ah, schon heiß. So, müssen wir mal rausfinden, warum wir überhaupt da gelandet sind, ne? Guck mal, so ein fetter Bosskampf auch kommt hier mit dem Metzger. Das wäre natürlich auch ziemlich cool. In Ordnung, Boss. Das Ding ist beladen und abfallbereit. Wird auch Zeit, verdammt! Und wenn ich zurückkomme, sollte ich euch lieber um den entlaufenden Fleischsack gekümmert haben. Elende Faulpelze. Manchmal verletzt er wirklich meine Gefühle. Bleiben wir einfach noch ein bisschen hier und genießen die Musik. Sieh mal. Da oben steht ein Motorrad. Das ist unsere Chance zu fliehen. Okay. Guck mal, da ist der Fleischsack. Alle mit die anderen, schnappen wir ihn uns. Oh, eine wilde Verfolgungsjagd auf dem Motorrad? Ich bin der Biker schlechthin. Mal gucken, wie die Steuerung da ist jetzt. Er ist schon, du hast schon ein cooler Typ hier, ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute wir jetzt gekillt haben, aber es waren schon viele Leute, oder? B halten, springen, L halten, grün, geschlagen. Wow! Let's go.
kommen. Oh nein! Heieiei, das müssen wir nochmal probieren. Für sagenhaft. Okay, das war das erste Mal, dass wir irgendwie mal was Gutes gehabt haben hier. Na gut. Man muss mehr, glaube ich, durchs Level durchrennen, um so ein bisschen den Bonus aufrechtzuerhalten. Aber das ist gar nicht so einfach. Schön Weihnachten zu sein. Ich bin bereit. Was für ein schickes Plakat. Da steht, willkommen zur Weihnachtsfeier des nationalen Kopfgelderjägerverbands. Feine Sache, dass sie sich zusammenschließen. Und gut, dass uns auf uns kein Kopfgeld ausgesetzt ist. Hey, nette Maske. Nicht. Ho, 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 willkommen und frohe Weihnachten, Leute. Ich bin's, der Weihnachtsmann. Kleiner Scherz, ich bin natürlich Danny. Wir wissen ja ohnehin alle, dass alte Herren nur enttäuschende Autoritätspersonen sind. Freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Aber kommen wir zur Sache. Mir ist schon klar, warum ihr die Kleiderordnung eingehalten habt und heute Abend hier aufgekreuzt seid. Wegen des Mega-Weihnachtskopfgeldes. Dieses Jahr ist die fette Prämie ganz frisch ausgesetzt worden. Und das Ziel soll dann dagegen sein. Was zum... Das ist doch der Typ, den... Ich habe ihn gerade eben gesehen, er ist hier irgendwo. Krass, wenn das kein Glück ist. Schwärmt aus, lasst ihn nicht entwischen. Ich warte in meinem Büro, bis jemand sich die Belohnung abholen kann. Wo willst du untertauchen? Das sind zu viele von denen. Zeit, sie vom Acker zu machen. Na gut. Okay, also wir wissen immer noch nicht, warum die Leute alle hinter uns her sind. Warum ist die halbe Welt hinter uns her? Wir wissen es nicht. Muss ja eigentlich einen Grund haben. Das klärt die Geschichte irgendwie noch nicht auf. Kommt vielleicht noch. Man weiß es nicht. Wäre ja zu wünschen, ne? Banana, Banana. Servus. Okay. Tja, das dürfte die zweitschütte Party gewesen sein, auf der ich je war. Wir müssen rauskriegen, wer das Kopfgeld auf die ausgesetzt hat. Gib dich in Dennis Büro. Vielleicht sagt er uns, wen wir denn jetzt fragen. Dann machen wir. Oh, ist ein Schalter.
okay, jetzt ist ein bisschen, jetzt ist ein, mit ein bisschen Kniff. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Okay, eine Falle. So, du Spast. Das war ja dumm. Warte mal, wir fangen direkt wieder an. Wow. Nein, nein, nicht runterfallen! Nein, 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 nein! Oh Mann, das war dumm. Oh Mann. Ja. Ziemlich cool, ne? Bisschen overpowered vielleicht? Nach oben?
Achso, jetzt halt hier. Also ziemlich cool. Jetzt wird immer kniffliger mit so ein paar Zusatzaufgaben. Das ist natürlich nicht schlecht. Gut, wir spielen noch ein Level, glaube ich, und dann schließen wir die Akte für heute. Ja, ist ein bisschen mit Rätseinlagen, ein bisschen nachdenken. Schade, das ist der Kopf aus und durch die Mitte, aber so ist auch okay. So. Ist noch ein bisschen eintöniges Level-Design. Vielleicht wird es nochmal besser. Sieht nämlich alles aus wie eine Rotzwelt, oder? Irgendwie schade. Aber ich glaube, dass diese Stadt werden sollte, die endlich alle Bezirke vereint. Aber die Politiker konnten sich nicht auf die Schrift dafür das Logo einigen. Also wird das Ganze wohl aufgeben und jetzt ist nur noch eine politische Grauzone für niemanden, der Verantwortung übernehmen will.
dumm von mir. Gewesen sein für heute. Ja, ich glaube, wir spielen das ganze Spiel einfach durch mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.